Meine Lieben, herzlich willkommen zum Lernvideo der ein bisschen anderen Art. Ich zeige euch heute, wie Learning Apps funktioniert. Das braucht es nämlich für eure nächste Informatik-Hausübung. Da ist nämlich eure Aufgabe für die erste Klasse einer anderen Schule, ein kleines Lernspiel zu erstellen. Und genau da sind wir auch schon bei unserem Thema. Es geht nämlich um spielerische Lernen. Learning Apps bietet euch da eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit unterschiedlichen kleinen Lernspielen zu lernen. Und das kann in allen Fächern sein. Geografie, Mathematik, Informatik, Deutsch, Englisch, was auch immer ihr wollt. Okay? Da gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen. Wenn ihr zum Beispiel auf Apps durchstöbern geht, setzt da alle Fächer, die es so gibt. Okay? Und wenn ihr zum Beispiel auf Mathematik klickt, setzt dann eben einige Vorschläge. Es gibt Sachen zur Prozentrechnung, mit Termen, mit was der Geier was alles. Okay? Aber bevor wir uns das genauer anschauen, wenden wir uns noch einmal kurz dazu, was ihr als erstes machen müsst, nämlich einen Account erstellen. Wenn ihr schon einen Account habt, braucht ihr nur auf Anmelden klicken und dort eure Daten eingeben. Die meisten werden allerdings keinen Account haben, beziehungsweise werden vergessen haben, wie die Daten sind. Deshalb müsst ihr auf neuen Account erstellen gehen, einen Benutzernamen eingeben, eure E-Mail-Adresse, am besten die von der Schule. Wenn das schon vergeben ist, beziehungsweise ihr schon einen Account habt, sage ich euch auch gleich, was ihr tun könnt. Gebt ein Passwort ein, wiederholt das noch einmal, setzt da ein Hackerle, beim Rest müsst ihr es nicht machen, gebt den Code ein und sagt das Konto erstellen. Dann solltet ihr schon angemeldet sein. Solltet ihr das Passwort vergessen haben, gebt da eben die E-Mail-Adresse ein, zum Beispiel die von der Schule, und dann wird euch das Passwort zugesendet. In Folge könnt ihr euch dann anmelden, mit eurem Benutzernamen oder einer E-Mail-Adresse und eurem Passwort. Und dann seid ihr angemeldet. Dann seht ihr schon eine Übersicht mit meinen Apps. Da sind alle Apps drinnen, die ihr so mal erstellt habt. Unter anderem die, die ihr für den Unterricht erstellen werdet. Jo. Zuerst aber mal, bevor wir mal zum Erstellen von den Apps kommen, suchen wir uns einmal Ideen. Weil ihr sollt ja Apps zum Thema Mathematik, genauer gesagt zum Thema Dezimalzahlen erstellen. Wenn ihr jetzt mal nur Dezimalzahlen eingebt bei der Suche, seht ihr eine große Übersicht. Ne? Da gibt es zum Beispiel sowas, das ist eine Zahlenmauer. Das ist schon mal ganz was Nettes. Die Addition der Zahlen, bla 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 bla. Heißt, ihr sollt Zahlen addieren. Ne? Ihr sollt eben hergehen und sagen, wie kommt man da auf 2,2? Indem man die Werte unten addiert, sprich, indem man da 0,2 eingibt. Ne? 0, wird das nicht? Okay. 0,2. Ah, jetzt geht's, okay. Also 0,2 eingeben, nicht mit Punkt über, deshalb verwirrt, weil da ein Punkt war. Und wenn es richtig wird, wird es grün. Dann kann es weiter vorgehen. Na, das wäre eine Möglichkeit, was wir machen können, so ein Tour. Schauen wir mal weiter, was es noch so gibt. Es gibt noch ein paar lustigere Sachen. Ah, eine andere Sache wäre eben, dass ihr Zahlen ordnen könnt, die dann eben in der richtigen Reihenfolge da angibt. Dann könnt ihr weiter schauen. Was gibt's noch? Eine Sache, die ganz cool ist, ist das Pferderennen da. Ich würde euch bitten, dass ihr vor allem Apps erstellt, die mit dem Rechnen an sich zu tun haben. Natürlich könnt ihr auch Zahlen ordnen lassen oder in Brüche umwandeln lassen und umgekehrt quasi so ein Memory basteln. Aber sowas wäre ganz cool. Pferderennen mit dem Multiplizieren von Zahlen. Heißt also, ihr geht's her und ja, startet, schaut euch das einmal an. Man kann dann eben alleine spielen. Oder gegen andere Leute und das macht es dann eben schon so cool. Und dann habt ihr eben eine Aufgabe. Ihr sollt eben jetzt, und die Aufgabe müsst ihr dann natürlich stellen, ihr sollt jetzt 2,3 mit 6,7 multiplizieren. Ist logischerweise 15,41. Hackelt das dann an und die Pferde bewegen sich dann fort. Okay? Ich finde das Spiel zum Beispiel schon mal ganz ein gutes Beispiel, was ihr machen könnt. Unten findet ihr da Übersicht. Der Link da ist dann der, den ihr mir abgeben müsst, oder dem Professor Boski. Der Link wird dann bei der Aufgabensteuerung abgegeben bei Teams. Am besten macht es das so, nachdem ihr nicht direkt irgendwo was hinschreiben könnt, dass ihr ein Word-Dokument erstellt, da einfach den Link einladet und das Word, also einkopiert und das Word-Dokument dann hochladet und abgeht. Okay? Ihr habt dann noch andere Möglichkeiten, man kann das zum Beispiel bei einer Website einbinden, man kann einen Vollbild-Link sich anschauen. Man kann mit dem QR-Code auf das zugreifen, man kann sich die App merken, man hat andere Informationen, wie wer hat es erstellt, wie sie bewertet. Man kann aber auch hergeben und ähnliche Apps erstellen, beziehungsweise eine Kopie der App erstellen. Kopie der App wird einfach heißen, dass ihr genau die App hernimmt und dann verändert. Das macht es bitte eher nicht.
Was ihr aber durchaus machen könnt, ist neue leere App mit dieser Vorlage erstellen. Ein Problem habt ihr nämlich, ich zeige euch noch eine andere Möglichkeit, wie ihr die App erstellen könnt. Die Vorlage mit dem Pferderennen findet ihr komischerweise nicht unter den Standardvorlagen. Ihr müsst das eben über ein bisheriges Quiz machen. Ihr sagt dann einfach neue leere App erstellen mit der Vorlage und schaut euch mal an, was da zum Tun ist. Man muss in der Regel immer, egal was ihr wollt, einen Titel eingeben, eine Aufgabensteuerung und in dem Fall muss man immer Frage eintipseln. Zum Beispiel, was ist 2,4 mal 2? Und dann müsst ihr Antwortmöglichkeiten angeben. Zuerst die richtige Antwort, die wäre 4,8. Und dann eben falsche Antworten noch. Ne? Zum Beispiel könnte man 8,4 hinschreiben, man kennt 4,4 hinschreiben, man kennt, was weiß ich noch, 5,8 hinschreiben, irgendwas, was halt ein bisschen gemein ist und die Leute auch verwirrt. Und bis zu 15 Fragen kannst du eingeben. Dann gibt es ja noch mittels weitere Elemente hinzufügen, kannst zusätzliche Fragen eingeben. Ihr könnt theoretische Bilder hochladen, Texte, Audiodateien, aber ihr könnt es wirklich ganz einfach halten. Okay, ihr müsst euch da nicht was Gott was antun, aber dürft durchaus kreativ sein. Und ja, die beste App werden wir dann irgendwie mit was Süßen entlohnen, wenn es wieder da seid. Gut, Fragen können dann in einer angegebenen Reihenfolge gestellt werden, heißt, sie kommen immer in der gleichen Reihenfolge, von der ersten Frage bis zur letzten, oder sie kommen in einer zufälligen Reihenfolge. Dann kann man noch sagen, wenn einer schneller ist, gibt es mehr Punkte. Wie schon gesagt, ihr könnt es auch gegeneinander spielen. Wenn es gegeneinander spielt, für schnelles Kopfrechnen sie durchaus auszahlen, finde ich. Wenn ihr dann alles gemacht habt und fertig seid, da könnt ihr noch eine Hilfestellung angeben, gebt es auf Fertigstellen und Vorschau anzeigen und könnt dann da einmal das Ganze durchprobieren. Wenn alles passt, geht es auf App speichern und dann habt ihr die App erstellt. Eine andere Möglichkeit, eine App zu erstellen, ihr findet die dann übrigens noch meine Apps, die App, also da in dem Ordner drinnen, ist da auf App erstellen zu klicken. Ich klicke da jetzt auf Verlassen. Und da gibt es dann auch fertige Vorlagen. Ne? Sucht euch eine aus, wie schon gesagt, Bare zuordnen ist vielleicht lässig, wenn man Dezimalzahlen zu Brüchen zuordnet. Reihenfolge, wenn man irgendwas ordnen will. Multiple Choice ist sowas ähnliches wie jetzt, halt nur in dem Pferderennen oder in der Pferderennatmosphäre. Ja, müsst euch dann entscheiden, was für euch da am besten ist. Millionen-Show könnt ihr zum Beispiel noch eine machen. Ihr setzt dann auch immer angegebene Beispiele zu bisherigen Sachen, die gemacht worden sind, so bisherigen Apps. Ihr klickt dann einfach, wenn ihr sagt, das passt für mich, auf neue App erstellen und geht dann ähnlich vor wie vorher. Ihr müsst euch halt immer individuell anschauen, wie das bei der App funktioniert. Jede schaut ein bisschen anders aus. Ne? Wenn wir zum Beispiel hergehen und da jetzt Bare zuordnen machen, setzt einem sowas, wir sagen dann neue App erstellen und da gibt es dann eben die Bare an. Ne? Da geht es dann zum Beispiel 1,5 und 0,5 angeben. Das wäre das erste Paar. Ne? Dann kannst du weitere Paare hinzufügen. Eben wieder eine Bruchzahl, ein Bruch, ja, 3,4 zu einer Dezimalzahl. Im Haufenweise so Paare bilden und dann kannst du noch zusätzlich so richtige Paare ausblenden. Ihr kennt noch zusätzliche Karten hinzufügen, die nicht Teil der Lösung sind. Das heißt, ihr kennt noch ein bisschen verwirrend sein. Feedback kannst du geben, sowas wie toll gemacht. Und dann funktioniert es wieder gleich wie vorher. Probiert das einmal durch, ob das so funktioniert. Und seht ihr, dann verschwindet das. Und dann kommt prima, du hast die Lösung gefunden, wenn ihr das richtig gemacht habt. Dann könnt ihr App speichern sagen. Schaut dann unter meine Apps rein, also unter eure Apps besser gesagt. Und schickt mir dann einfach sozusagen den Link zu eurer Aufgabenstellung, den ihr dann da findet. Gut. Wenn es Fragen gibt, bitte jederzeit per E-Mail oder über Teams. Ich bin gespannt, was da von euch kommt. Entschuldigung. Sache noch. Ihr müsst dann bitte die App öffentlich schalten. Okay? Also wenn ihr bei meiner App seid, das ist ganz wichtig noch. Und ihr geht her und ihr seht, ihr habt die Apps da ausgeblendet. Und wenn ihr jetzt hergeht und zum Beispiel da auf, was sucht man aus? Da Proportionalitäten geht's. Dann seht ihr, dass die App öffentlich ist. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst unbedingt sagen, dass die App öffentlich sein soll, weil sonst sicher ist nicht. Okay? Gut. Jetzt war es wirklich. Wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut. Baba.